Und hier noch eins. Und da drüben, hier habe ich noch eins gesehen. Hier haben wir noch eins gesehen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein. Wir können auch hergehen und können die Dinger komplett rauslöschen. Dann zieht hier keiner ins hier rein. Ist nun mal so. So. Wir werden jetzt erst einmal den Versammlungsbasar. Das Paradies der Schlange haben wir ja schon gesetzt. Das ist das drum hier. Das wollen wir ja natürlich nicht löschen. Die Steinzeit. Pass mal auf. Wir machen Neandertaler Hospital. 20x30 Kopie platzieren. Setze ich mal dann über. Ist egal. Neandertaler Puller. Neandertaler. Was war das jetzt? Krankenhaus, ne? Hospital war das. Das ist ein Hospital. Das geht nicht. Nein? Also gut, dann geht's nicht. Dann setzen wir das Ganze eben. Da wäre natürlich Platz, ne? Das war das hier. Und. Ja, natürlich, klar. Wir brauchen. Hier, Gemeinschaftsgrundstück. Keine Besucher erwünscht. Keine Besucher erwünscht. Jawohl. Und dann setzen wir mal das Neandertaler Hospital hier hin. Ja, natürlich. Und das Ganze noch umgedreht. Sonst macht es ja keinen Sinn. So, also das ist unser Hospital. Ja, wie man hier schon sieht, dass das das Krankenhaus annehmen. Neandertaler Hospital. So, und als nächstes haben wir die Steinzeitbullerei. Auch wieder 20x30. Da brauchen wir 20x30. Nehme ich das da. Gemeinschaftsgrundstück. Keine Besucher erwünscht. Keine Besucher erwünscht. Nur bei Schulen. Nee, bei öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Einkaufszentrum, Diskotheken und so. Da wird Bars, Kneipen, da wird das gemacht. Aber so bei Bullerei, Krankenhaus. Ja, bei Krankenhaus ist eigentlich Besucher erwünscht. Krankenhaus, aber Bullerei. Schulen. Ja. Das ist also die berittene Polizei von Aache Steinzeit. Oder wie soll man dazu sagen? Dann haben wir natürlich noch unseren Papier ist Wissen, Papier und Wissen. Selbstverständlich. Setzen wir mal da rein. Angenommen. Den Versammlungsbasar setzen wir hier rein. Oh. Das geht natürlich mal gar nicht. Ja, von mir aus annehmen. Ist mir recht. Und danach noch die Highschool. Das kannst du mal gleich knicken. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Gut. Das ist, ja. Und weil wir uns so alleine fühlen, weil wir so alleine sind, werden wir jetzt ein Wohnhaus platzieren. Das hier, Grundstücksname. Ja, Kopie platzieren wir. Und zwar... Bene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Bene, mene, mu, und raus bist du. Wo wohne ich eigentlich? Hier wohne ich, ne? Also ich meine Herrn Es. Nein, Herrn Es wohnt hier. Okay, nehmen wir das da. Ja, natürlich. Das ist also jetzt das neue schnuckelige Häuschen, was wir hier hinsetzen. Kostet ja nur 8.239. Und wir nehmen aus der Rippe und ein Häufchen Elend, nehmen wir Inzest. Stimmt zwar nicht, aber passt schon. Kopie platzieren. In die Kaiserstraße. Nein, ist das übel. Die Kaiserstraße. Hier wohnt Adam und Eva. Haushalt aufteilen. verbinden mit. Oder Adam und Eva. Nix Inzest. Die heißen halt eben Adam und Eva. Kann man auch schreiben hier. Adam. Adam und Eva, eigentlich heißen sie Atti und Evi. Naja, ist ja wurscht, egal. Passt schon. Bestätigen wir.
So, dann haben wir die Vögel schon mal drin. Warum das Haus jetzt immer noch Inzersal ist, wahrscheinlich deswegen. Ja. Ach, geht ja nicht. Speichern. Dann weiß man nämlich auch gleich, wer drin wohnt und so weiter. Bla bla bla. Tschüss. Ja, mit den zwei machen wir jetzt gleich weiter, ne? Würde ich sagen. Quatsch. Zurück zum Spiel wollte ich doch. Hier, guck mal. Ja. Also die zwei haben wir jetzt gesetzt. Gesetzt im Fall, die sind daheim. Werden wir sie mal besuchen? Jawohl, wir werden sie besuchen. Und zwar blöd anquatschen. Barsch begrüßen. Die Frau ist ja dem Manne unterlegen. Ne, klar. Die Frau bedeutet ja gar nichts. Der kommt hier einfach so ins Haus. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gerne von hinten im Stehen bekannt und gleich mal hier von hinten blöd angemacht. Na, alte Schabracke, wie wär's denn mit uns zwei? Anhören. Hose runter, Beine breit, von hinten ist eine Kleinigkeit. Was? Ja, ja, bleib da. Wie wär's denn mal mit lustig, langen Ding machen? Lustige Geschichte erzählen, halt am Maul. Ich bin hier der Chef. War nicht lustig. Der Witz ist uralt. Zuna Kashlu Luda. Sie Krimbo Hupta. Banuki. Ja. Rangawa. Ey du, sag mal, was sagst du dazu? Der Herrn Es macht sich gerade an eine alte ran, ey. Du legst im Bett und pennst dir ein. Herr Es hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Eva ist ein Feigling, da haben wir ja was gemeinsam. Ich würde dich gerne besser kennenlernen, Hast die Natur und scheißt in ein... Ist ja wurscht. Wer es ist, benimmt sich schlecht, wenn er so weitermacht, muss ich ihn bitten zu gehen. Kriegt er dritten Arsch, werde vor die Tür gesetzt. Aua Tamu Druki Kofin. Ja, du alle Food. Joost Glenol. Psala. Wishma. Ey, bleibst du da? Nuj. Howda Hilp. Ey. Blöde Kamera. Danka Duza. Teeg. Yeschlini Ubisoft. Badani Blasch. Rita. Dann nehmen nicht. Mache. Tashkala Loganid. Zeroa. Ach, guck mich an. Glubnok. Ich bin alter Sack. Ban Iba Nochi Lachinibo. Ich hätte eine komische Stimme, ehrlich. Klingt wie ein, Gummientchen. Wo gerade ein LKW drüber gefahren ist. Platt wie eine Flunder. Lachobi Ombanage. Bekannt. Dabble Doo-Wop. Benzo Wachi. Ja, es ist lustig. Es ist wirklich sowas von lustig, romantisch. Komplimente über Aussehen machen. Kompliment über fetten Arsch machen. Charakter genannt. Wibergalona. Kompliment über nicht vorhandenes Tittenfutteral machen. Haben wir das eigentlich? Aussehen? Kompliment über Charakter, Kompliment über freundlich, Gruppekunden, lustig, gemein, Naschlampe, hausbeleidigen, du hast ja ein ziemlich hässliches Haus, ach so, das habe ich ja gebaut. Du bist nicht für mich, du bist gegen mich. Herausfinden, ob Eva reich ist oder nicht. Er benimmt sich schlecht. Schmeiß es raus, wenn sie schlecht benimmt. Er hat erfahren, dass Eva in einer Beziehung mit Adam... ja. Sie unterhält eine Partnerschaft. Oh, ist das peinlich.
Funa. Ans Gehänge fassen. Ich meine natürlich an Tittenfutteral fassen. Lustig. Okay, machst du einen Schneiden, Scheiße. Freundlich nach Schulhymne fragen, über sexuelle Neigungen erkunden. Ich stehe auf Weiber. Also sie meine ich nicht. Sauerei. Duo Klaviklarn von der Skij? Farsi! Minispoli, Tanu! Bungie Bob! Master Controller! Status! Von alles zurücksetzen, ausschließlich hinzufügen. Sie ist heterosexuell, sie ist nicht schwul, nein, auch nicht lesbisch. Abwerten, aktiv machen. Voblexer Iniklay? Baski Dwarng? So, jetzt verpiss dich, ich möchte mit meinem Gatten gerne. Von hinten im Stehen, warum ist die Tür gerade aufgegangen? So was aber auch. Was machen wir jetzt? Kissenschlacht im Schlafzimmer. Kissenschlacht austragen, nein, ist das übel. Er hat gleich schlechte Laune, pass mal auf, wie der gleich aus dem Bett geschossen kommt. Von dem Krach. Es ist aufgewacht. Und wird hier mal Bas begrüßen. Sag mal, du fette Sau, du hast eigentlich besseres zu tun, als sich in meinem Schlafzimmer hier mit Kissen zu schlagen. Soll eine Schlampe, was fällt dir ein? Na, Schnucki. Wie läuft denn der rum? Kawati? Oh, ist der blöd. Barsch begrüßen. Bleib da, du Arsch. Ausschalten. Was willst du, Lappen, hier? Bitten zu gehen. Verpiss dich. Hau ab. Du blöder Sack. Du stinkst vielleicht aus dem Hals. Rektal auch noch. Ich geht vor Teufel. Was ist jetzt los? Hock dich auf Scheiße aus und fängt an zu flennen. Ja, leck mich doch am. Macht er jetzt? Er macht sich was zu essen. Was wird denn das eigentlich? Ich muss völlig überwaffeln. Sehe ich schon. Nein, ist das fürchterlich. Wollen wir sie gleich bespringen oder erst nach dem Essen? Ich meine, irgendwann muss ja die Geschichte anfangen. Auch wenn es nicht wirklich funktioniert, aber ist ja auch egal. Von hinten im Stehen, aufmischen, aufwecken. Weiterkochen, lassen weiterkochen, bevor die Bude abfackelt. Bleib da. Waffeln, sag ich doch. Das geht so in die Hose. Etwas lesen, öffnen. Puh, da ist ja doch was drin. Magnetische Anziehungskraft. Kochen lernen, na klar. Geschicklichkeit und Logik. Richtig. Nein, ich hab's jetzt nicht gelesen. Ich denke einfach mal, dass es stimmt. Auch wenn es nicht stimmt, ist mir wurscht. So, das Ding brauchen wir nicht. Was mache ich denn damit eigentlich? Ich habe eine Idee. Baumodus. Komm, hier, das. So, 840 dafür. Wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Das Ganze werden wir dann jetzt noch bebinseln. Scheiße, geht gar nicht. Stimmt eigentlich auch wieder. Einmal Tapete kleistern. Naja, klar. So. Das Wasser nicht, das mehr brauchen wir eigentlich nicht. So. Jetzt nehme ich das. Pass auf. So. Und dann. So.
Nun, so geht doch. Was sagt sie denn? Hat sie eigentlich auch ein Diplom? Sie hat auch ein Diplom. Das tun wir auch da rein, dann kannst du nämlich keine Sommer lesen und naja. Wir brauchen es auch nicht. Sie hassen beide die Natur. Ist doch schön. Gefällt mir. Ja, es gibt scheußliche Waffeln. Zubereitet von Adam. Danach wird Eva vergenusswurzelt. Hör auf damit. Aufwecken. Glückwunsch, Herrn Esat Business Rapid Hole. Alles klar. Ihre Neigung heterosexuell. Das ist sowas von hochinteressant. Pimpern, ficken, romantisch, ficken, küssen, Händchen halten. Verliebt umarmen. Nach Sternzeichen fragen, ist er jetzt eigentlich ihr Mann oder ist er nicht ihr Mann? Er ist Ehefrau, Herrn Es. Sag ich doch, warum können wir dann nicht miteinander hier... Romantisch, Küsschen geben. Schnauze, er wird rumgebügelt. Guck dir mal den Spackeltatzern an, ey. Wenn er reinsteckt, bricht er ab. Bleib da. Romantisch Baby machen. Eigentlich mag ich das ja gar nicht, aber ey, was soll's. Wir können es auch beschleunigen. Und den Adoptionsdienst anrufen. Wäre aber nicht das Gleiche. Zum Glück treiben sie es unter der Bettdecke. Nein, du wirst hier nicht.